Hey, heute mal ein Special Video. Heute werde ich mit Hilfe einer Website herausfinden, was meine Vorsätze für 2016 sind. Da ich ja nicht so gut bin, mir welche zu überlegen und ich mich sowieso nicht dran halten kann, an das, was ich mir vornehme, frage ich eine Website, was meine Vorsätze für 2016 sind. Fangen wir mal an. Mit dem Vorsatz Omad. Mal schauen, wurde mir vorhin von jemandem empfohlen, der mich gefragt hat, was wohl meine Vorsätze für 2016 sind. Und ja, schauen wir mal, was so die Vorsätze sind. Ich würde mal sagen, ich mache das dreimal. So, drei Vorsätze für 2016. Und Start. Nummer 1 ist stündlich ergebnisoffene Datenschützer hätscheln. Stündlich? Muss das sein? Das ist mir schon ein bisschen zu viel. Ergebnisoffene Datenschützer hätscheln. Okay, ja, wer ist denn hier Datenschützer? Kommen schon ganz lustige Dinge bei raus. Mal schauen, was das nächste sein wird. Neuer Vorsatz, der zweite, ist ab Montag Rüpelgefühle vortäuschen. Ja. Okay, das dürfte doch eines der einfachsten Dinge sein. Im Vortäuschen bin ich hier Champion. Ab Montag. Na gut. Gefühle vortäuschen. Na gut. Neuer Vorsatz ist in den Ferien günstige IT-Girls absetzen. Was? Ich habe schon keine Ferien mehr. Ich glaube, das geht nicht. Aber günstige IT-Girls, echt? Gibt's sowas? Ich würde eher sagen billig und nicht günstig. Aber wie kann man die absetzen? Wo absetzen? Na gut, das war der Vorsatz, Omad. Mal schauen, ob ich mich an diese Vorsätze halten kann. Was sind eure Vorsätze für 2016? Schreibt doch mal drei in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns dann in einem nächsten Video wieder. Bis dann.